Was geht ab, Freunde? Heute möchte ich euch mal die Story erzählen, wie John Jones von einem ehemaligen Welterweight-Fighter, den ihr gar nicht kennt, im Sparring ausgenockt wurde. Und bevor wir ins Video starten, vergesst nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren und ein Like und Kommentar auf diesem Video zu droppen, um mich zu unterstützen. Ich bin euch vom Herzen dankbar und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und zwar handelt es sich hierbei um den Kämpfer Atlar Amagov. Und er war in dem gleichen Gym wie John Jones unter Vertrag. Und jetzt möchte ich mal die Story erzählen, wie sich das Ganze zugetragen hat. So war ein Kollege von Amagov ganz oben im Gym, denn es gab mehrere Etagen oder gibt es immer noch mehrere Etagen, und er hört auf einmal einen Schrei. Er dachte, dass irgendjemand abgestochen wurde oder irgendwas Schlimmes passiert ist. Als er dann runterläuft, sieht er, wie John Jones paralysiert auf dem Boden liegt und sich vor Schmerz gar nicht bewegen kann. Aber zuerst blieb diese Story geheim und keiner wusste davon. Doch als John Jones in Moskau war für einen Pressetermin, erzählte er die Story selber und sagte, dass er von Amagov einen Leberkick bekommen hat und er sowas noch nie zuvor gespürt hat, denn sein Körper ist komplett runtergefahren und er lag wie eine Leiche auf dem Boden und konnte sich gar nicht bewegen. Er sagte außerdem, dass Atlan einer der 5 besten MMA-Fighter aus Russland ist. John Jones listete dort Khabib und die beiden Emelianenko-Brüder auf. Und da kann man schon sehen, was für ein Kaliber dieser Fighter war. Doch wie kann es sein, dass dieser Fighter kein UFC-Champion geworden ist und viele seinen Namen gar nicht kennen? Atlan Bors Amagov trägt den Namen Bors noch bevor er cool war und konnte einen Rekord von 14 Wins und 2 Losses aufstellen. Seine 2 Losses kamen gegen die Kämpfer Alexander Oleinik und Robbie Lawler, 2 absolute UFC-Veteranen. Und er konnte Wins gegen Kämpfer wie Anthony Smith, der auch zuletzt gegen John Jones gekämpft hat, sammeln. Doch im Jahr 2016 beendete Amagov plötzlich seine MMA-Karriere, obwohl er gerade Wellen im Welterweight machte. Er sagte, dass es aus familiären Gründen ist und er den Sport nicht mehr weiterführen will. Auf jeden Fall sehr komisch, da er laut John Jones auf jeden Fall das Potenzial hatte, Champion zu werden und er plötzlich auf einer Winstreak seine Karriere beendet. Und ja, einige Jahre war es sehr still um ihn, doch dann ploppte eine sehr komische News über ihn auf. So waren in Moskau 2 tschetschenische Clans in einen Gangfight verwickelt, wo 2 Leute ihr Leben lassen mussten und 6 ins Krankenhaus mit schweren Verletzungen geliefert wurden. Und Amagov war ein Teil davon. Er soll den 19-jährigen Fighter Timur Bayzurov durch Messerstiche ins Krankenhaus geschickt haben und er konnte nur knapp den Tod entkommen. Die russische Polizei untersucht gerade den Vorfall und keiner weiß wirklich, was mit dem mysteriösen Fighter Atlan Amagov danach passiert ist. Naja, Freunde, was haltet ihr von der Story? Ich finde das auf jeden Fall sehr interessant, da ich aus meiner Sicht glaube, dass er wirklich, wenn John Jones das schon sagt, ein echt guter Kämpfer war und er locker in der UFC Wellen schlagen könnte und sogar zu der Zeit Champion werden könnte. Lasst auch ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und wir sehen uns wie immer im nächsten Video wieder. Haut rein, Freunde, und ciao!